Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Meerschweinchen-Kanal. Heute ist etwas ganz Tolles passiert und zwar habe ich ein Fanpaket bekommen, mein allererstes. Und das werde ich jetzt mit euch zusammen aufmachen. Ja, so sieht das Paket aus. Das Paket ist von der Steffi S. aus Saarbrücken. Und ja, ich habe hier schon ein Messer bereitgelegt, dass ich es aufschneiden kann. Und so sieht das Paket aus, wenn man es jetzt aufmacht. Hier ist erstmal ein kleiner Brief und da klebt ein Glücksschweinchen drauf. Oh mein Gott, das ist niedlich. Viel Glück mit deinen Schweinen. Ja gut, ich werde den Brief jetzt erstmal aufmachen. So, schau mal Nemo, da hast du ein Glücksschwein. Ne? Das kannst du gebrauchen. Glück kann man immer gebrauchen. Guck mal, wow. Entschuldigung, das setze ich da oben drauf. Der kann auf euch aufpassen. Ja, und jetzt lese ich mal den Brief vor. Also, liebe Emily, ich bin ein großer Fan von deinem Meerschweinchen-Kanal. Du kümmerst dich richtig gut um deine Schützlinge und man merkt, sie sind kein Zeitvertreib, sondern Familienmitglieder. Da gute Versorgung von Tieren auch Geld kostet, schick ich deinen kleinen Freunden ein paar Köstlichkeiten. Mach weiter so, ich finde dich toll. Liebe Grüße aus dem Saarland, Steffi. Ja, danke für den Brief. Und dann mache ich gleich weiter. So, hier. Okay. Ah, das ist alles so gepolstert. Ah, wie cool. Okay, hier ist Mais. Guck mal, mögt ihr Mais? Keine Reaktion. Gut. Also, dann kriegen die das gleich mal rein. Das ist echt cool. Ich glaube, Mais haben sie noch nie bekommen. Ne? Könnt ihr mal probieren. Jetzt gerade interessieren sie sich nur für das Gras. Ja. Ja, alles gut. Also, hier, Mais, ne? Könnt ihr euch merken, ist gesund. Okay, und weiter geht's. So, hier. Was ist das? Ah. Obstsalat. Ah, das ist getrocknetes Obst. Das ist cool. Das können Sie als Leckerli mal kriegen. Schaut mal, da ist sogar Banane drin. Banane essen Sie gerne. Deswegen. Oh, und Erdbeere. Die esse ich. Die Erdbeere esse ich. Ja, das kriegt ihr gleich, ne? Nach dem Paket seid ihr dick und rund. Sag ich euch. Okay, und weiter geht's. Ungetrocknete Möhren. Yay, das mögen wir richtig gerne. Oder? Ich weiß, es geht bei denen immer weg. Wie warme Semmeln, wie man so schön sagt. Ja, das ist sehr cool. Ne? Findet ihr gut? Findet ihr das gut? Ich glaube, das ist ein Ja. Eine Reaktion, die zumindest nicht panisch ist, ist eindeutig ein Ja. Ne? Ein Jahr, ne? Schön. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Und weiter geht's. Und nochmal getrocknete Bananen. Oh mein Gott, ist das Bananenfest für euch, ne? Also, meine Meerschweinchen lieben Bananen. Nur um das mal hier kurz festzuhalten. Bananen finden sie unglaublich toll. Ne? Bananen findet ihr unglaublich toll. Das ist ein Bananenfest. Das kriegt ihr alles nachher zu essen. Ne? Wow, alles okay. Ihr müsst euch nicht um die Bananen zanken, ist genug Pfade da. Hallo, hallo Nemo. So. Oh, Knabberstangen, yay. Knabberstangen ist gut, weil ich war nämlich kurz davor, ihnen neue zu kaufen, weil ich hatte keine mehr, deswegen. Ja, das ist cool. Das mit Honig und Dinkel, also die dürft ihr nur selten fressen, da ist Honig drin. Werdet ihr noch runder, als ihr jetzt schon seid, die kleinen Mäuse. Ne? Aber Knabberstangen finden sie eigentlich relativ gut. Also was heißt relativ? Sie lieben Knabberstangen eigentlich. Fast genauso doll wie Bananen. Ne? Findet ihr gut. Hallo Huse. Das ist die Kamera. Aber die kennst du. Ne? Du willst lieber was zu essen haben, ne? Ja, kriegt ihr. So, und das letzte ist das hier. Das sind auch nochmal Knabberstangen. Und zwar drei verschiedene. Einmal dort oben, Honig und Dinkel, nochmal die wie eben, Traube und Nuss und
Frucht und Flakes. Ja, also Knabberstangen haben sie jetzt erstmal genug. Da können sie dann schön von futtern. Ne, da können sie von futtern. Ja, und dann gebe ich ihnen jetzt mal was davon. Ne, schmeckt's dir, Wusel? Also Wusel schmeckt schon gut. Jetzt kommt Nemo. Na Nemo, du kannst auch was davon haben, ne? Ja, du kannst auch was davon haben. Hallo, mein Kleiner. Ja, du kannst auch was davon haben. Aber schau mal, das ist da hinten. Das ist nicht hier bei mir. Das ist, Wusel, eigentlich ist es jetzt... gut. Ne? Schmeckt? Das ist immer so lustig. Sie versuchen nämlich immer, das in ihr Häuschen reinzuziehen. Hallo, Panna Cotta. Komm mal raus. Und danke an dich, Steffi. Das war ganz, ganz nett von dir. Und ja, ne, alles gut, Will. Und du schmeckst ihn auch wirklich sehr gut. Ne, schmeckt dir gut. Panna Cotta schmeckt auch gut. Und Nemo sowieso. Nemo schmeckt alles gut. Nemo schmeckt alles gut, weil sich nicht bewegt und vegetarisch ist. Ne? Ja, und dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.